Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch heute zu einem Kurzvideo. Im heutigen Kurzvideo geht es darum, wie montiere ich den Dachgepäckträger beim Tesla Model 3. Habt Spaß dabei. Wichtig wie immer, beachtet die Herstellerhinweise in Form der Bedienungsanleitung und das würde ich in diesem Fall auch tun, weil wenn euch oben das Dach dabei kaputt geht, ist das sehr ärgerlich und das wird dann auch sehr teuer. Die Montagestellen müssen sauber sein. Das heißt, reinige die vorher ausgiebig, da wo der Halter hinkommt vom Dachgepäckträger, dass da kein Dreck ist und euch nachher der Lack kaputt geht. Auf dem Glasdach befindet sich ein Pfeil, den müsst ihr suchen. Der ist wirklich nur aus bestimmten Blickwinkeln zu erkennen. Das heißt, ihr müsst mal den Blickwinkel verändern und wenn das Dach dreckig ist an der Stelle, werdet ihr den auch nicht finden. Das ist ein bisschen tricky. Als nächstes nehmt ihr euch die Folie, die passend zu der Tür ist, an der ihr steht, vorne rechts, hinten rechts, vorne links, hinten links. Da ist ebenfalls ein Pfeil drauf und diese beiden Pfeile klebt ihr quasi gegenüber. Ich würde das nicht allzu sehr überlappen lassen, das heißt die Folie nicht allzu sehr nach innen reinkleben, denn dann habt ihr außen das Problem, da liegt der Dachgepäckträger auf dem Lack auf und nicht auf der Folie auf. Das heißt, die Folie habe ich jetzt so mit der oberen Kante abschließen lassen, wo tatsächlich das Metall in der Wölbung ist. Auf dieser Aufnahme könnt ihr noch mal sehr schön die Pfeile erkennen, dass die wirklich gegenüber liegen. Ja, so muss das aussehen. Und dann geht es mit der Montage weiter. So, ihr habt hier dieses Hilfswerkzeug. Damit schiebt ihr die Gummilippe zurück. Ich nehme das erstmal auf der linken Seite, gehe ich rüber. Und dann kann ich es besser nach hier hinschieben, weil ich habe hier eine Wulst drin. Anders würde das schlecht gehen. Dann gehe ich einfach hier und ziehe das Werkzeug nach vorne, dass die Gummilippe hier einen Abstand kriegt zur Karosserie. Dann führe ich den Halter ein. Ich habe den hier beschichtet mit ein bisschen Isolierband, dass der nicht am Lack kratzt. Ja, so sind wir Deutschen nun mal, ne? Dann schiebe ich den einfach hier hinter rein, gehe rein, guck, dass der mit dem Halter da in Verbindung ist und ziehe das Werkzeug für die Gummilippe seitlich wieder weg. Versucht das nicht so rauszuknipsen, zieht es seitlich weg, dann geht das viel einfacher. Dann prüfe ich einmal, ob der in der Halterung drin sitzt und nehme den Fuß. Klemm den Fuß darüber. Fertig ist die Geschichte. Ja. So muss das halten. Das nächste Video, was ich mache, ist, wie sich das Campingzeug über die Autobahn verteilt. Kleiner Witz. Ja. Jetzt zeige ich das nochmal aus einer anderen Perspektive. Es ist super schlecht, ich bin hier alleine. Deswegen habe ich keinen, der die Kamera hält. Ja. Hier vorne machen wir jetzt dasselbe. Hier haben wir den Punkt hier. Ja, und da werden wir jetzt wieder dieses Gummi da beiseite machen. Gehe ich das mal wieder hier hin. Hol mir die Sachen, die ich brauche. Gehe ich hier wieder nach vorne in dieser Gummidichtung rein, weil die überlappt und ziehe das dann nach hinten. Drücke die wieder nach vorne. Seht ihr? Nehme wieder meinen Halter hier. Gehe einfach dahinter rein. Das Isolierband schützt hier, dass ich nicht am Lack kratze. Da, was ich am Halter dran gemacht habe. Und ziehe das wieder nach hinten raus. Der Halter sitzt wieder in der Führung drin. Und den Fuß, der ist hier immer gekennzeichnet, was für ein Fuß das ist. Vorne links, vorne rechts, hinten links. Setzt den dann wieder hier drauf. Super easy gemacht. Wenn das alles hält, ja, dann kann man den relativ leicht, ich glaube, das war der schwierige Teil dabei, kann man den relativ gut
montieren. Ja, hier können wir das nochmal sehen. Und hier sehen wir auch nochmal hier die Beschreibung drauf. Das ist vorne rechts. Ja. Das ist hinten rechts hier. So, das ist das Werkzeug, womit ich gearbeitet habe. So, die sind hier gekennzeichnet, was der vordere Träger ist und welche Fahrtrichtung wir haben. Das sind die Pfeile. Da, ja, das lege ich euch mal beiseite. Hier hin. Und versuche das. Hier, wenn ihr guckt, da muss irgendwo. Die Schraube zu sehen sein, ist sie zu sehen. Und ja, dann lege ich das hier drauf. Jetzt gehe ich mal rüber zur anderen Seite. Es sickt. So, hier ist das auch drin. Guckt ja ein Stück raus, so soll das sein. Das sieht gut aus. Wenn ich jetzt clever war, habe ich mir die Schrauben schon in die Hose gesteckt. Das sind die Schrauben, die jetzt drauf kommen. Ihr müsst den Träger hier ein bisschen runterdrücken und dann kriegt ihr mit der anderen Hand die Schraube drauf gedreht. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil in einer Hand die Kamera ist. Aber sollte an für sich so zu merken sein. Dann ziehen wir diese Schraube ein bisschen handfest mal an, gehen dann rüber auf der anderen Seite, um dasselbe dort zu machen. Ich mal hier hin. Eine Seite runterdrücken, der anderen Seite einschrauben. Wunderbar. Also ich bin bis jetzt begeistert. Dann liegt hier ein Sechskanter mit bei. Man könnte das ein bisschen fester ziehen. Aber macht das immer so ein bisschen im Wechsel, dass er sich schön setzen kann. Ne? Direkt am besten das erste Mal hier oben mit der flachen Seite, dann habt ihr nicht ganz so viel Kraft. Dann geht ihr rüber. Das war wieder auf der anderen Seite. Zack, 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 zack. Das ist mir auf den Kopf getropft hier. Könnt ihr das sehen? So. Dann haben wir wieder scharf hier. Das dann aus. Ja. Hier hin. Dann zieht den ganzen Träger noch ein bisschen nach hier. So, da steht drin bis 2,5 bis 3,5 Newtonmeter. Das heißt nicht zu sehr anprahmen, sonst fliegt die ganze Scheiße im Ohren wahrscheinlich. So, hier müsst ihr noch gucken. Da ist ein Strich hier drauf an der Seite, dass der Strich da vorne mit den anderen übereinstimmt, dass das hier gerade ist. Super, das sieht doch schon klasse aus. Gefällt mir. So, jetzt packt ihr den da drüben wieder rein, den unteren Träger. Zack. Dann stellen wir den hier vorne ein. So, dann kommt die Schraube da oben durch. Wie ihr seht. Dann greifen wir wieder in der rechten Hosentasche. Die Mutter raus. Drehen wir diese vorsichtig hier an.
Seite. Machen hier dasselbe Spielchen. Ich mache nochmal eben scharf hier. Ja, auch hier wieder den Hinweis beachten, die Fahrtrichtung hier vom Träger, die hier oben drauf ist. Das ist ein Vorteil, dann braucht er den nämlich nicht zweimal zu montieren. Dann klappt das direkt beim ersten Mal. Nun haben wir den Sechskant liegen. Auf der anderen Seite natürlich. Dann zieht er den wieder etwas handwarm an hier. Denkt daran, ihr habt Kraft mit der langen Seite, ne? Vorsichtig. Wichtig ist, dass einfach die Klammern richtig sitzen, ne? Also die nicht nur auf dem Glas sitzen. Das wäre schlecht an der Stelle. Noch eine Umdrehung, wie viel haben wir? Eine ist noch machbar. Aber noch, und dann reicht es. Machen wir noch. So, die Abdeckung da unten hat zwei Nasen. Die Nasen kommen da unten rein, dann zieht er das ein bisschen hoch und drückt das nach oben hin an. Und dann hält das Ganze. Ist der Plan. Zweiter Versuch, da unten sind die Nasen. Die Nasen kommen da unten rein. Und oben drückt er das an. Das passt mir aber noch nicht. Oh, mit Gewalt geht alles, ne? Das passt mir wieder. Was ein alter Elektriker ist. Ja, so sieht das Ganze aus dann. Vorne links habe ich gesagt, die Abdeckung ist nicht in Ordnung gewesen. Da muss ich nochmal mit den Kollegen von Tesla nochmal Kontakt aufnehmen. Ansonsten ist er relativ schnell montiert. Das war jetzt sehr einfach gewesen. Ja, was einzige, was mich stört, sind hier seitlich die Abdeckung. Zwei passen wunderbar. Die hinten rechts passt so lala. Und die hier passt gar nicht. Das ist ein bisschen blöd.